Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute schauen wir uns an, wie wir aus Wurzeln Potenzen machen. Denn Wurzeln und Potenzen hängen ziemlich gut miteinander. Falls ihr Mathe- und Physikfragen habt oder selber gut in diesem Thema seid und anderen gerne helfen würdet, dann kommt gerne meinen Discord-Server, Link dazu in der Videobeschreibung. Los geht's! Ja, Wurzeln und Potenzen hängen tatsächlich gut miteinander. Also genau das Gegenteil wie du und deine Freunde. Ihr hängt da wahrscheinlich nicht so gut miteinander. Spaß. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Entewurzel aus a. Okay? Dann würden wir das als Potenz wie folgt aufschreiben: a hoch 1 geteilt durch n. Hier haben wir das n, hier haben wir das n. Hier haben wir das a, hier haben wir das a. Was heißt das jetzt? Ihr müsst halt annehmen, dass wir die Quadratwurzel aus beispielsweise 4 ziehen wollen, okay? Dann ist das nichts anderes als 4, 4 ist a, hoch 1 geteilt durch, oh, was mache ich denn hier? Hier steht doch nichts. Naja, wie gesagt, bei der Quadratwurzel ist es wichtig, normalerweise steht da eine 2, aber weil man zu faul ist, nimmt man das bei der Quadratwurzel weg. Also immer vorstellen, dass bei der Quadratwurzel hier eine 2 steht, also wäre das Ganze n und hätten 4 hoch 1/2. Das ist genau dasselbe. Ein weiteres Beispiel, dritte Wurzel oder Kubikwurzel aus 8, das wäre a 8 hoch 1 durch 3. Ganz easy. Ein letztes Beispiel schauen wir uns auch noch an. Vierte Wurzel aus 16 ist nichts anderes als 16 hoch 1/4. Vom Prinzip her sollte es jetzt hoffentlich angekommen sein. Jetzt gibt es aber auch andere Sachen. Nehmen wir zum Beispiel an, wir haben nicht einfach nur Wurzel 16, sondern wir haben jetzt einfach vierte Wurzel aus 16, das Ganze zum Quadrat. Das heißt, ich quadriere die 16 unter der Wurzel und ziehe daraus die vierte Wurzel. Wie schreibe ich das dann auf? Ganz einfach. Das ist dann nichts anderes als 16 hoch 2 durch 4. Okay? Ich schreibe es nochmal ein bisschen kleiner, damit es übersichtlicher ist. So. Zuerst das, was wir mit der Zahl machen. Also ihr seht hier 16 Quadrat, okay, dann lassen wir es so. Und die Wurzel ist einfach geteilt durch. Ihr könnt euch merken, Potenzen multiplizieren, also oben, und Wurzel ist geteilt durch, also unten. Und das, meine Freunde, kann man natürlich auch wieder als Regel aufschreiben. Und zwar, wenn ich jetzt Ente Wurzel aus a hoch m habe, dann ist es nichts anderes als a hoch m geteilt durch n. Das heißt, diese beiden Wurzelgesetze solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Noch sind wir nicht fertig, denn die 2 durch 4 können wir vereinfachen in 16 hoch 1/2 und das wiederum können wir auch als Wurzel aufschreiben, also als Quadratwurzel von 16. Und Quadratwurzel von 16 wäre 4. Easy. Das heißt, daraus habt ihr jetzt das hier vereinfacht. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Wir haben dritte Wurzel aus 8 hoch 6. Okay, was mache ich jetzt in dem Fall? Ganz einfach. 8 hoch 6 und dann haben wir hier das geteilt durch sozusagen, geteilt durch 3. Jetzt sind wir nicht fertig, das Ganze können wir vereinfachen. 6 durch 3 wäre nämlich 2 und dann hätten wir 8 Quadrat oder 64. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was genau soll mir das jetzt bringen? Also wo soll ich das jetzt anwenden? Das kommt meistens bei Vereinfachungsaufgaben dran und da mache ich jetzt euch mal ein grobes Beispiel. Ihr habt jetzt t hoch 1/2 mal Wurzel aus t, mal dritte Wurzel aus t Quadrat beispielsweise mal t hoch 3 Fünftel. Hier könnten wir jetzt entweder sagen, yo, ich mache jetzt mal t hoch 1/2 in der Wurzel und t hoch 3 Fünftel auch in der Wurzel. Oder man sagt sich einfach, ach, come on, Digga, ich mache einfach dritte Wurzel aus t Quadrat einfach in einer Potenz und dann habe ich das auch. Also dann hätten wir auch t hoch 1/2 mal t hoch 2 Drittel mal t hoch 3 Fünftel und der Rest ist einfach ein bisschen ausrechnen. Easy going.